Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und wie man wahrscheinlich nicht sieht, habe ich hier Tassilo. Das heißt, wir machen heute was mit Disney. Eigentlich heißt es das nicht, aber es passt ganz gut. Und zwar bin ich heute auch nicht ganz alleine, denn das ist ein Kooperationsvideo mit der lieben Jennifer Jäger vom Kanal Jennifer Jäger, der auch unten in der Infobox verlinkt ist. Und zwar werden wir beide Disney-Prinzessinnen erraten, beziehungsweise in diesem Video errate ich Disney-Prinzessinnen, die mir Jenny pantomimisch vorspielt. Und in ihrem Video habe ich geschauspielert und da errät sie, wen ich darstellen wollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jenny um einiges besser ist als ich. Allerdings werden wir das ja gleich sehen. Und am Ende könnt ihr dann unbedingt nochmal bei Jenny vorbeigucken und ihr Video angucken, weil dann seht ihr, wer einfach besser vielleicht geschauspielert hat oder wer besser erraten hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das einfach viel, viel besser machen wird im beiden Sinne. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Fangen wir an! Okay, ich drücke auf Start. Sind um, das war unglaublich schlecht geschauspielert. Nein, das war voll gut. Aber ich fand es richtig gut. Und, also ich fand erstmal, dass Jenny das ziemlich gut gemacht hat. Am Anfang habe ich noch überlegt mit dem, ich denke mal, das war ein Schwert und ich würde sagen, also da hätte ich noch gedacht, dass es Merida sein könnte. Obwohl ich Merida noch nie geguckt habe, aber irgendwie im Trailer hat sie doch auch mit so einem Schwert oder so. Aber als sie sich die Haare abgeschnitten hat, war mir ziemlich sicher, dass sie Mulan ist. Und wollen wir gucken, ob sie Mulan ist? Ich hoffe, dass sie Mulan ist. Wenn nicht, ich hätte gar keine Ahnung. Mulan gewesen. Ich bin ja, gespannt, sie ist Mulan! Gut. machen wir weiter mit Runde 2. 20 Sekunden sind echt lang. Ich finde 20 Sekunden auch voll lang. Ich glaube, ich habe bei mir auch teilweise so bei 17 Sekunden aufgehört, weil ich einfach gar nicht mehr wusste, was ich machen soll oder habe Sachen doppelt gemacht. Aber okay. Okay, sie fässt sich ständig ins Haar. Und, was muss sie denn jetzt? Stopp. Okay, stopp. Oh Gott, das fand ich jetzt aber schwer. Also, sie hat sich ständig die Haare gekämmt. Ich glaube, sie hat einmal gemalt. Und das mit den Haare kämmen hätte ich jetzt, das hätte so jede Disney-Prinzessin sein können. Weil, oh Gott, eigentlich ist es total schwer, weil ich schwank jetzt gerade zwischen Ariel, die hat sich ja mit dem Dingelhopper die Haare gekämmt und hat auch ständig in ihren Haaren rumgetatscht. Allerdings glaube ich, dass es hat Rapunzel ihre Haare gekämmt? Ah, ich finde es voll schwer. Es könnte jetzt Ariel oder Rapunzel sein. Allerdings malen tut ja Ariel, glaube ich, nicht. Also es sah aus wie malen, deswegen sage ich jetzt, es war Rapunzel. Okay. Sie lacht mich schon aus. Das wäre Rapunzel gewesen. Ja! Das sollte übrigens die Bratpfanne sein. Okay. Ach, das sollte die Bratpfanne sein? Das hätte ich jetzt nicht erkannt, tut mir leid. Aber das mit dem Malen und mit den Haaren, das hätte ich jetzt noch erkannt. Aber ich glaube, hat Rapunzel sich selbst die Haare gekämmt? Wurden ihr nicht voll auf die Haare gekämmt? Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Gott, Leute. Gut, die nächste Disney-Prinzessin. Bin gespannt, was jetzt kommt. Legen wir los. Kreis. Ah, ich glaube, sie ist Schneewittchen. Das mit den Apfel ist immer gut, wenn man da so reinbeißt und dann verreckt. Singt sie einem Vogel was vor? War das ein Vogel auf deinem Finger? Und stopp. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Schneewittchen ist, weil sie hat dem Vogel auf dem Finger was vorgesungen. Und sie hat in den Apfel gebissen und ist gestorben. Also. So. Die DVD habe ich leider gerade nicht da, aber es wäre Schneewittchen gewesen. So, und jetzt werde ich wohl deine Disney-Prinzessin erraten müssen. Musst du. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Sicherlich sind deine Schauspielkünste besser als meine. So,
Ja, also insgesamt, ich kann dir nur sagen, liebe Jenny, dass deine Schauspielkünste überhaupt nicht schlecht waren. Ich glaube, meine waren viel schlechter. Ich meine, das spricht ja irgendwie für dich, dass ich drei Sachen erraten habe, weil ich bin wirklich nicht sehr talentiert in sowas. Also musst du wirklich eine ziemlich gute Schauspielerin sein. Und ja, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall, wie gesagt, bei Jenny vorbei, weil das wird ein neues Format auf Jennys Kanal. Also es werden noch mehr YouTuber sich mit ihr zusammentun und pantomimisch Disney-Charaktere erraten. Und darauf bin ich so gespannt, wie das die anderen alle darstellen werden. Also schaut, wie gesagt, unbedingt vorbei. Ich verlinke es am Ende nochmal und unten in der Infobox ist ihr Video, ihr Kanal, was man immer alles so braucht. Das sieht gerade aus wie eine Robbe, die so planscht. Ha, oh Gott. Und sonst kann ich euch nur sagen, wir haben beide gewonnen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil wir es beide erraten haben. Nee, Moment. Weil ich es erraten habe und sie gut geschauspielert hat. So ist nämlich die Sache. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und tschüss!